Fleisch ist von den heimischen Tellern nicht wegzudenken. Hast du dich schon mal gefragt, was übermäßiger Fleischkonsum mit der Umwelt und dem Klima macht? In den Industrieländern ist der Pro-Kopf-Verzehr durchschnittlich mehr als doppelt so hoch als bei sich entwickelnden Ländern. In Österreich sind es aktuell 62,6 Kilogramm. Über ein Drittel der Feldfrüchte weltweit landet nicht in unseren Mägen, sondern im Futtertrog der Nutztiere. 90% der gesamten Sojaproduktion wird an Tiere verfüttert. Der Anteil der Viehzucht an den globalen Treibhausgasemissionen ist beachtlich. 2013 waren es 14,5%. Diese Emissionen müssen gesenkt werden, sonst haben wir bald ein Riesenproblem. Zudem verenden entlang der gesamten Wertschöpfungskette viele Tiere und es werden Unmengen Fleisch vergeudet. Ernährung ist zwar individuell, denn jeder und jede entscheidet selbst, was er sie zu sich nimmt. Du kannst als Konsument, Konsumentin steuernd auf Regeln und Gesetze einwirken. Es gibt viele Dinge, die wir über die Fleischproduktion wissen sollten. Eine Möglichkeit, sich interaktiv mit dem Thema zu beschäftigen, bietet dir der Salzburger Stadtspaziergang Fleischgeschichten. Der konsumkritische Stadtspaziergang ist ein durch die App geführter Spaziergang durch die Salzburger Altstadt. Und mit Hilfe der App wird man von Station zu Station geführt. Und durch die Stationen gelangt man zu historischen Sehenswürdigkeiten, die früher eine wichtige Rolle bei der Fleischproduktion gespielt hatten. Zudem werden auch Orte thematisiert, die heute mit Fleischkonsum und dessen Auswirkungen in Verbindung gebracht werden. Die Idee für den digitalen Stadtspaziergang beruht eigentlich auf ursprünglich persönlich durchgeführten Stadtrundgängen der entwicklungspolitischen Plattform Salzburger Organisationen. Wenn man sich kritisch mit Stadt auseinandersetzt, dann wird man um das Thema Klimawandel nicht herumkommen. Und eine der naheliegendsten Konsumgeschichten in Bezug zum Klimawandel ist es, unseren Fleischkonsum zumindest mal zu überdenken. Fleisch ist auch ein gutes Produkt, um die lokalen und globalen Wechselwirkungen sichtbar zu machen, wie eben wir Menschen, die Fleisch konsumieren, mit allen möglichen anderen Begebenheiten auf dieser Welt in Zusammenhang stehen. Ziel des konsumkritischen Stadtspaziergangs ist es zum einen zu unterhalten, zum anderen zu informieren und natürlich auch anzuregen. Ob physisch oder digital, ist vor allem dazu gemeint, dass man eben seinen Konsum, sein Konsumverhalten ein bisschen hinterfragt und dass man mal einen Blick wagt hinter den Kulissen. Dinge, die auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind, ein bisschen sichtbarer zu machen. Die Zielgruppe ist eigentlich jeder und jede Person, die sich für die Themen interessiert und die daran interessiert ist, Salzburg einmal etwas anders kennenzulernen. Von Schulklassen angefangen bis zu Touristen und Touristinnen. Uns ist es schon bewusst, dass man ein Smartphone dazu besitzen muss und dadurch die Zielgruppe wahrscheinlich ein bisschen jünger ist. Nichtsdestotrotz haben wir uns dabei gedacht, dass es auch schön wäre, in einer Gruppe den Spaziergang machen zu können. Und dadurch oder dafür braucht dann ja nur eine Person ein Smartphone. Über die Nachhaltigkeits-App Stadtmacherei. Lade die App herunter und installiere sie. Registriere dich, fülle dein Profil aus. Wähle dann unter den Angeboten die Fleischgeschichten. Und dann geht's los. Beantworte Fragen, löse Rätsel und sammle Herzschläge. Jeder Kilometer, jedes gewonnene Quiz, jeder abgeschlossene Wettbewerb bringt dir Herzschläge. Sie zeigen, wie aktiv du und die Stadtmacherei sind. Wir finden, man sollte auf alle Fälle diesen digitalen Stadtspaziergang auszuprobieren, um eben auf neue Aspekte zu kommen, die man vielleicht bisher nicht so gesehen hat, neue Perspektiven entdecken und auch um Inhalte, die man hier kennengelernt hat, vielleicht weiterzuerzählen. Das andere, es macht ganz einfach Spaß. Uns selber hat die Arbeit daran so viel Spaß gemacht, dass wir uns eigentlich gedacht haben, wir wollen das weiterführen. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen neugierig gemacht. Lade euch herzlich ein, mal diese digitale App Salzburger Fleischgeschichten selbst auszuprobieren.
Musik.